Mein Name ist Julian Buchter, bin 22 Jahre alt, werde am 11. Juli 23 und komme von Admira. Meine Hauptposition ist rechter Außenverteidiger, aber kann auch links in der Verteidigung spielen. Also ich muss ehrlich sagen, mir ist extrem leicht gefallen, da in die Mannschaft reinzufinden. Also es sind super Charaktere da. Ich kenne auch ein paar Spiele in Corvin, in Osterneck, in Niki Meister, und da ist mir das eigentlich relativ leicht gefallen. Und ich glaube, es ist jetzt gar nicht so eine Umstellung, weil für die anderen ist auch ein neuer Trainer da. Somit ist für die auch was Neues dabei. Deswegen ist mir jetzt die Umstellung eigentlich nicht schwer gefallen. Also ich fühle mich schon voll integriert in die Mannschaft. Also ist ja eine sehr kurze Vorbereitung, muss man sagen. Aber man muss ehrlich gestehen, gegen Horn haben wir richtig gute Sachen dabei gehabt, obwohl wir so wenig Trainings erst gehabt haben. Und jetzt auch gegen die Admira war auch wieder ein Sprung zum Spüren vom Hornmatch. Und jetzt hoffen wir, dass wir morgen dann im Spiel gegen Striepfing nochmal eine Schippe drauflegen können und dass wir dann im letzten Vorbereitungsspiel nächste Woche dann wirklich einen Feinschliff nochmal machen müssen, dass wir dann gut in das Cup-Spiel gegen Weiz reinfinden. Also mein Ziel ist ganz klar, mit der Qualität von der Mannschaft, es war für mich von Anfang an auch klar, wie ich da hergekommen bin, sicher vorne mitspielen, unter die ersten zwei, ersten drei. Und ich würde wirklich gern Meister werden in der Regionalliga. Also das ist zwar ein hochgestecktes Ziel, aber ich glaube, es ist wirklich möglich dieses Jahr mit der Mannschaft. Ich würde mich als sehr zuverlässigen Spieler sehen. Also ich glaube, das habe ich jetzt auch über die Jahre gezeigt und habe ich auch so von meinen Mitspielern zurückbekommen, dass auf mich Verlass ist. Und sonst würde ich mich als einen sehr spielintelligenten Spieler sehen, der ein Spiel gut lesen kann. Und ja, relativ schnell für meine Position ist das ja auch wichtig, da außen. Und ja.